Ich hab so Angst. Leben läuft. Man denkt Haushalt von irgendwelchen Abhängigen. Ich hasse das. Einmal live die letzten paar Minuten. Oh, das ist nur noch eine Minute. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Man kennt es gerade bei mir. Es ist so Standard Situation. Das macht das hier auf meiner Lippe. Hallo. Meine Lippen sind die ganze Zeit so empfindlich an den Seiten. Deswegen, keine Ahnung, also das ist nicht irgendwie sowas wie Herpes oder sowas, sowas hatte ich noch nie und das ist es auch nicht, sondern die sind einfach nur aufgeplatzt. Weil ich mich die ganze Zeit schminke, weil ich IGTVs für euch vordrehe oder besser gesagt vorbereite und halt die ganze Zeit schminke, dann in meinen Geburtstag schminken und etc. und mir überall Lippenstift drüber baller, brennt es und reagiert halt wieder und ist wieder total wund und das kann das nicht verheilen, das ist ein bisschen doof, aber ich muss mich heute wieder schminken. Oh, ich wollte heute unbedingt vloggen, weil heute ist für mich ein sehr, sehr aufregender Tag. Ich habe echt ein bisschen Angst vor diesem Tag, aber eigentlich ist es ganz cool, wenn man so Tage hat, wo man so Angst vor hat und denkt, boah, ich kann das gar nicht schaffen. Weil wenn man es dann schafft und geschafft hat und der Tag vorbei ist, kann man so stolz auf sich sein und kann so sagen, boah, I did it. Das ist mein Ziel, Leute. Ich streame heute das erste Mal auf Twitch. That's the point, wieso ich einfach komplett aufgeregt bin. Denn ich habe übel Schiss, ob mir überhaupt jemand zuschaut, ob ich Selbstgespräche führe oder was auch immer. Und es sind halt direkt 4 Stunden und ich will die 4 Stunden auch durchziehen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Eigentlich wollte ich ja immer so ein bisschen zocken, Reaction Talk, etc. Michelle kann nur heute noch nicht. Sondern wir reden erst morgen, wie wir das alles machen mit Gaming und so, weil ich habe das echt irgendwie davor nicht gepackt, mit ihr irgendwie zu klären, ob sie, wie wir das machen. Aber sie hat Bock drauf. Das bedeutet, ihr bekommt Michelle wieder zu hören. Und das ist vielleicht für meine alten Zuschauer ganz interessant auch, weil ihr jahrelang nichts mehr von Michelle mitbekommen habt. Außer von mir wusste, dass wir noch Kontakt haben. Aber das wird dann erst ab dem 2. Stream kommen. Ich versuche mal Salo zu überreden, dass er beim 1. Stream ein bisschen bei mir dabei ist, weil ich mich sonst alleine fühle. Deswegen werde ich jetzt beim 1. Stream auch nicht zocken. Vielleicht auch ganz geil, erstmal um mich an diese Plattform Twitch zu gewöhnen und nicht direkt volle Überforderung. Aber zuerst muss ich ja alles aufräumen für meinen Geburtstag. Und ich wollte ja später eigentlich noch einen Look drehen, aber ich dachte, meine Locken sind draußen. Ich hätte gar keinen Bock, meine Haare nochmal neu zu machen, aber eigentlich. Die sehen noch ganz geil aus von gestern. Damals, als ich Extensions hatte, habe ich mir Locken reinmachen können. Die haben 3 Tage gehalten. Am ersten Tag hatte ich die hier oben angesetzt. Am zweiten Tag hatten die halt hier. Am dritten Tag hier. Und ich habe nie Haarspray reingemacht. Und ich hatte immer gestylte Haare, weil diese Locken so lange gebraucht haben, bei diesen Extensions sich rauszuhängen. Und jetzt mit so kurzen Haaren ist der Schwung jetzt halt schon noch hier. Das ist so ein bisschen weird. Okay. Ich hab so Angst. Realitätsnah auch für euch, dass wir uns nochmal so ganz neue Ebene kennenlernen und ihr voll nah meine Gedanken und Meinungen mitbekommt, weil mein Vlog-Stil heutzutage nicht einfach nur noch mehr so ist, ich zeige euch, was ich mache, sondern ich mag es viel mehr, mit euch zu reden und so ich zu sein halt so. Aber jetzt fangen wir mal hiermit an, weil es ist eine Katastrophe. Hier stehen nämlich noch überall so Geschenke und alles Mögliche. Das habe ich von Nicole und Julia bekommen. Die hatten mich überrascht. So, so schöner Strauß. Sieht richtig, richtig schön aus. Müssen nur gucken, damit wir hier unten nicht zu heiß heizen, dass der uns auch ein bisschen hält. Der ist echt wunderschön. Und wieso liegt hier Geschenkspapier? Okay. Und Marcelo hat ein neues iPhone. Nicht ich, er. Ich habe immer noch das hier, das kaputt ist. Seht ihr es? Leben läuft. Gemüse-Allrounder. Der ist wichtig bei uns. Weil das alles mit Gemüse. Boah, geil. Aber ist geil. Ich finde den richtig geil, vor allem für Ofengemüse und sowas. Oh. Ja, genau, für Ofengemüse ist nice. Aber auch für sowas wie Kartoffeln finde ich den geil. Ja, finde ich auch geil. Es gibt ja zusätzlich noch Pommesgewürz da drin, glaube ich. Aber Spoiler-Typ. Haben wir nicht schon Pommesgewürz? Haben wir auch schon, ja. Dann ist es nicht da drin. Nicht? Wir haben nur Sachen geholt, die nicht da drin sind. Schaut mal, wir haben hier schon so eine richtige Sammlung. Lalalala. Natürlich nicht alles aus dem Adventskalender, aber wir haben eine Sammlung. Und hier haben wir auch schon Gewürze. Wir haben so viel. Aber ich liebe Gewürze, es gibt nichts Geileres. Es gibt nichts Geileres, wie Essen lecker zu essen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Spaß auf Twitch. Viel Spaß mit dem Video. Und man sieht sich später, wenn er einen weißen Mund winkelt. Danke. Ja. Ciao. Meine Schwester hatte mir ja auch einen Adventskalender gemacht, weil ich ihr ja auch einen geschenkt habe. Und da darf ich heute die 2 auspacken. Ich bin auch richtig hier gespannt, was sie da halt, ich sehe es, was sie da alles so reingepackt hat.
eine Tuchmaske Sweet Kurkuma. Ich benutze tatsächlich sehr wenig nur von solchen Masken, die so einzeln verpackt sind. Ab und zu ja, wenn ich zu faul bin, aber ich habe sehr, sehr viele von diesen Topfmasken, weil ich finde, dass sie einfach weniger Platz wegnehmen wie das hier. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die, weil da gibt es halt so viele verschiedene Varianten und wenn ich diese Topfmasken zu Hause habe, habe ich halt so 2 oder 3 und da kann ich immer auswählen, weil solchen einzelnen hat man ja meistens so ganz viele verschiedene. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Kurkuma-Kaffee-Extrakt. Feuchtigkeit braucht meine Haut. Ich habe nämlich immer eine sehr trockene Haut. Das ist das einzige Problem. Ich habe null eine fettige Haut, nur trocken. Das ist top. Ich freue mich. Vielleicht heute nach dem Stream ein kleiner Beauty-Abend. Am meisten freue ich mich aber bei dem Kalender auf das hier. Das muss nämlich irgendwas für die Küche sein und ich liebe neues Küchenzeug. Ich habe Marcello hier auch was zum Snacken vorbereitet. Das ist ein vegetarischer Aufschnitt. Ist vielleicht nicht gerade besser wegen den Eiern, die da drin sind. Wahrscheinlich aus Bodenhaltung und Freilandhaltung. Aber für den Anfang, Marcello isst fast gar kein Fleisch mehr. Es ist auf jeden Fall super zum Starten. Habe ich hier noch ein paar Kekschen. Er hat tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen von gestern. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu durcheinander gegessen. Aber ich gucke, dass er ein bisschen Stärkung bekommt. Ich bin euch ehrlich, habe ich echt das so das Gefühl, auch wenn er sagt, er kann morgens nicht so viel essen. Immer wenn ich irgendwas zum Essen gebe morgens, habe ich das Gefühl, ist einfach besser gelaunt über den Tag. To be real, ich glaube, es liegt am Essen. Ich packe jetzt auch noch die Vitamine dazu. Die 2 mache ich einmal hier mit rein. So sieht das aus. Und damit es nicht ganz so komisch aussieht. Tada. Sieht noch komisch aus. Und hier lege ich noch eine dazu. Die 3 hat mir Marcello zum Geburtstag jetzt geschenkt, weil ich die Nahrungsergänzungsmittel von Sunnys wirklich extrem liebe. Hat Marcello Vorrat nochmal geholt. Alles, was ich und er beide dringend benötigen. Und bis dato hatten wir immer nur Vitamin C. Die 4 packe ich ihm dazu und dann kann er die auch noch mit einnehmen. Ich bin euch ehrlich, ich habe lange Zeit ja nicht regelmäßig Supplements genommen, aber es macht für mich einen enormen Unterschied und ich bin echt froh, dass ich jetzt wieder so meine Routine drin habe und täglich meine Supplements nehme. Die sind übrigens alle vegan, sehe ich gerade nochmal. Richtig gut. Man denkt Haushalt von irgendwelchen Abhängigen. Ich lege das ihm hier einfach mal schnell so dazu. Gute alte Ingwerwasser, man kennt's. Ich nehme die Handvoll jetzt auch, aber ich mache alle einzeln. So, ich habe so gut es geht aufgeräumt, aber das Problem ist, mich regt ja das auf, weil es überall steht jetzt irgendwas rum und ich hasse das, wenn hier so viel ist. Hier zum Beispiel noch der neue Weihnachtsschmuck, den habe ich noch nicht weggetan, weil der war ja noch der alte von meiner Mom. Weil ich dachte, falls die Kugeln nicht pünktlich genug ankommen, aber die sind jetzt schon da. So, dann bin ich jetzt mit dem Baum nicht zufrieden irgendwie. Marcello will den behalten, ich will einen anderen. Ich glaube, ich bestelle den jetzt einfach. Mir scheißegal, was er sagt. Weil er guckt den eh nicht so oft an wie ich. Und ich gebe den einfach wieder meinen Eltern, dann können die den jetzt wieder benutzen. Deswegen haben wir den auch nicht weiter dekoriert und der sieht jetzt auch nicht, komplett geschmückt aus. Die Kugel hat Laia da unten hingemacht. Also es ist so alles so ein bisschen... Hier unten ist gerade alles voll wegen Keksen, Spiele, die wir bekommen haben, Adventskalender, irgendwie noch den Obstteller verstaut, Adventskranz. Salz, Pfeffer, das muss immer alles irgendwie auf dem Tisch sein. Das darf ich nicht wegräumen von Marcello aus. Es ist jetzt hier noch irgendwie Blumen. Hier ist alles voll. Das muss ich mir noch alles von Hand spülen. Jetzt stehen hier auch noch so viele Duftsachen. Also einmal das hier. Dann hier die ganzen Kerzen. Die sind beide fast komplett leer. Aber auch nur fast. Deswegen behalten wir die noch. Nochmal Duftding. Künstliche Kerzen. Zwischendrin einfach so ein paar Blumen. Das sieht einfach scheiße gerade aus. Und das regt mich richtig auf, weil ich nicht weiß, wie ich das schön machen kann. Oh Mann, oh. Aber ich gehe jetzt einfach hoch und drehe ein IGTV, das sie direkt schneit und das dann fertig ist. Und versuche einfach, mich abzulenken von diesem Chaos hier. Ich hasse es, wenn so viel rumsteht. Und dann schaut euch das hier an. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Also ich weiß nicht, was ich hier alles angestaut habe. Es sind natürlich nicht nur Marcello seine Geschenke, sondern auch Geschenkspapierverpackungen von meiner Schwester und so weiter und so fort. Das ist so viel Zeug. Ich hasse das. Obwohl es eigentlich was Schönes ist. Es waren alles Geschenke, aber ich hasse Unordnung. So, ich drehe jetzt einmal das IGTV. Die Ballons vom Geburtstag hängen noch. Ich bin ein bisschen destroyed aus, aber das wird sich gleich ändern. So, ich habe mich jetzt einmal geschminkt, habe hier meinen Laptop geschnappt. Ich muss jetzt schnell noch Video schneiden, bevor ich später live auf Twitch gehe. Dafür muss ich dann aber jetzt gleich auch nochmal planen, was wir genau so heute machen auf Twitch. Auf Twitch. Ich habe auch heute nichts gegessen, also gar nichts. Deswegen muss ich jetzt echt mir schnell irgendwie die Kalorien reinhauen, weil ich halt schon wieder so viel zu tun habe, dass ich Essen vergesse und das ist so schlecht. Ah ja, und ich habe all meine Y-Foods getrunken, deswegen geht die Lösung gerade auch nicht. Aber wir haben hier Toast.
Da ballere ich mir diese vegetarische Wurst drauf. Und ich mache mir noch zwei Eier. Und ich habe noch Kuchen und so getrocknete Tomaten. Das muss erstmal reichen, würde ich sagen. Und das esse ich jetzt einfach, währenddessen ich Videos schneide. Was eine Mahlzeit, das passiert, wenn man fast nichts beim Kühlschrank hat und keine Zeit hat, einkaufen zu gehen. So, und jetzt sind wir einmal live die letzten paar Minuten. Oh, das ist nur noch eine Minute. Dann sind wir wieder offline. Ich habe gerade einmal zu Bitte aufgefordert, dass alle hier schön in den Chat schreiben. Und ihr werdet das dann auch alles schön im Vlog sehen. Wir sind durch mit dem Stream. Der Stream war so krass. Wir haben jetzt hier noch einmal Abendessen vorbereitet oder sind besser gesagt noch dabei. Wie im Stream besprochen, gibt es jetzt irgendwas mit Knoblauch. Ich habe gemerkt, die Aufregung war ein bisschen umsonst. Twitch ist eine sehr, sehr ruhige, familiäre Plattform, auf der ich mich heute auf jeden Fall total wohlgefühlt habe. Ihr habt mir so geholfen mit neuen Tipps und alles. Also ich freue mich schon auf die nächsten Streams und ich dachte anfangs, puh, das wird ein anstrengender Dezember im Sinne von, dass ich auch sehr viel über meine Ängste springen muss. Aber gerade heute bei einem Stream habt ihr mir eigentlich gezeigt, dass es beim Stream nicht darum geht, um seine Ängste zu springen, sondern einfach das zu machen, was einem Spaß macht. Und ihr habt das total supportet und das war sehr, sehr cool. Danke nochmal wirklich an jeden, der da war. Ich hatte ja auch so Angst, dass ich mich einsam fühle und ihr habt mir nicht einmal das Gefühl gegeben, dass ich alleine dort sitze, dass ich mit der Wand rede, sondern ihr habt mit reagiert und geschrieben und wir haben interagiert. Das war sehr, sehr cool. So schön hätte ich es mir echt nicht träumen können, sagen wir so. Ich freue mich auf den nächsten Stream übermorgen. Das neue YouTube-Video für morgen ist schon fertig. Ich freue mich jetzt einfach nur aufs Abendessen und noch ein bisschen entspannen mit Marcello, nachdem der ganze Tag sehr angespannt war. Und dann würde ich sagen, was das hier mit dem Video? Tschüss, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.